Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. In dieser Woche ausnahmsweise mal nur mit einer Nachrichtensendung. Die nächste Nachrichtenfolge gibt es dann wie gewohnt ab dem 1.8. Güstrow von oben bewundern, das geht an jedem Montag, indem Sie dem Türmer der Pfarrkirche einen Besuch abstatten. Gemeinsam gehen Sie auf Entdeckungstour im Kirchturm und genießen als krönenden Abschluss die Aussicht von ganz oben. Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr am Eingang der Pfarrkirche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf seiner Sommertour beschäftigt sich der Chef der Staatskanzlei, Patrick Dahlemann, mit diversen Themen. Das Thema Ehrenamt brachte ihn unter anderem auch für einen Besuch nach Güstrow. Patrick Dahlemann, der Chef der Staatskanzlei, machte bei seiner Sommertour auch in Güstrow Station. Dabei hatte er insbesondere das Ehrenamt im Blick. Zuerst machte er im Kinder-Jugend-Kunsthaus Halt, bevor er dann dem Ausstellungsforum sowie dem Atelierhaus der Ernst-Barlach-Stiftung einen Besuch abstattete. Beim Rundgang schaute er sich die aktuelle Ausstellung im Ausstellungsforum und Grafikkabinett an. Aber auch die im März dieses Jahres eröffnete Dauerausstellung im Atelierhaus besichtigte er mit großem Interesse. Von Franziska Hell als wissenschaftlicher Mitarbeiterin erfuhr er vieles über das Leben Ernst Barlachs. Er ließ sich aber auch im Anschluss vieles über die museumspädagogischen Angebote von Irene Heinze und Sabine Bold-Sinnecker erzählen. Sein Resümee des Tages in Güstrow? Ich bin beeindruckt, was die Menschen hier auf die Beine stellen, wie viel hier ineinander fasst, in der Verbindung aus dem Kinder- und Jugendkunsthaus, wie hier aber eben auch der Barlach-Stiftung und dem ehrenamtlichen Engagement der Freunde und Förderer drumherum. Wir unterstützen das Ehrenamt. Wir haben im Regierungsdoppelhaushaltsentwurf die Mittel für die Kleinstförderung auf 1 Million Euro aufgestockt, an ganz, ganz vielen Stellen auch im Land zu helfen. Wir verstetigen das Instrument der Ehrenamtskarte und wir verstetigen die Mitmachzentralen. Wir wollen die Menschen, die was für ihre Region tun, dabei tatkräftig unterstützen, und da weiß ich, sind Sie hier mit dem Sitz der Ehrenamtsstiftung in besten Händen, aber eben auch mit dem, was die Menschen im Wirken tun. Bei seinem Rundgang wurde Patrick Dahlemann auch von Mitarbeitern der Ehrenamtsstiftung begleitet, die ihren Sitz in Güstrow hat und die Projekte unter anderem von der Barlach-Stiftung unterstützt. Wie wichtig diese finanzielle Unterstützung ist, formuliert Franziska Hell. Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass unser Standort hier in Güstrow oder unsere beiden Standorte wirklich bedeutend sind, schützenswert sind und dass unser Freundesverein wirklich tolle Arbeit leistet, uns auch regelmäßig unterstützt bei Restaurierung von Kunstwerken, bei der Pflege, beim Aufmerksammachen auf Ernst Barlach, und dass das wichtig ist und ja, schützenswert. Patrick Dahlemann erfuhr von Irene Heinze, dass hier auch ein außerschulischer Lernort platziert ist, in dem Schüler außerhalb der Schulmauern künstlerisch tätig sein können. Gefördert werden diese kunstpädagogischen Projekte auch von den Freunden der Barlach-Museen. Diese unterstützten darüber hinaus beispielsweise die Restaurierung des Träumers von Ernst Barlach. Für den Chef der Staatskanzlei, Patrick Dahlemann, ging es in der vergangenen Woche noch weiter. Eine wichtige Zeit ist dies für ihn. Ja, ich bin auf Sommertour, in 7 Thementagen, über 25 Termine an 20 Orten im Land. Heute in Plau am See gestartet, in Güstrow geht's weiter, jetzt nach Stralsund und heute Abend noch auf die Insel Rügen. Tatsächlich diese Zeit auch zu nutzen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Wir leben in politisch bewegten Zeiten. Die Menschen sind nicht mit allem einverstanden, mit Dingen auch unzufrieden, zu Recht. Das ist die Aufgabe von uns als Politik, auch zuzuhören, zu gucken, welche Instrumente, die wir geschaffen haben, entwickeln sich gut. Das ist beim Thema Ehrenamt definitiv der Fall. Da ist Mecklenburg-Vorpommern Spitze unter den Ländern, diese Wertschätzungskultur auch wieder zurückzubringen und Menschen auch zu unterstützen. Aber natürlich an anderen Stellen auch hinzugucken, in Themenkomplex Wirtschaft, Themenkomplex Energie, aber auch in der Frage, wie können wir uns außenwirtschaftlich weiter aufstellen, die Ressortthemen der Staatskanzlei, und das ist immer eine ganz, ganz wichtige Zeit. Auch wenn sich Patrick Dahlemann wieder verabschiedete, die Angebote der Barlach-Stiftung bleiben in Güstrow. Franziska Hell verrät schon einiges zur nächsten Ausstellung. Am 27.08. am Sonntag eröffnet dann die nächste Ausstellung, Begegnungen Wewerker und Barlach. Und zwar widmen wir uns hier einem Schüler Ernst Barlachs. Es gab ja nicht so viele. Ernst Barlach hat kurze Zeit in Höhr an der Keramischen Hochschule unterrichtet und hat dort einen jungen Mann namens Hans Wewerker in seiner Klasse gehabt und hat diesen Hans Wewerker stark beeinflusst. Und genau diese Beziehung wollen wir einmal in den Fokus rücken. Und es gibt natürlich auch verschiedenste kunstpädagogische Projekte, die auch im neuen Schuljahr von den Schulklassen oder von Gruppen in Anspruch genommen werden können.
Mit gerade einmal 26 Jahren führt Jennifer Block, eine engagierte Sozialpädagogin, ihre eigene Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe des DRK-Kreisverbandes Güstrow e.V. Dank ihrer großen Portion Engagement, Ehrgeiz und ihrer aufrichtigen Hingabe für das Wohl von Kindern und Jugendlichen hat sie es innerhalb von 5 Jahren geschafft, von einer Praktikantin zur Einrichtungsleiterin mit einem Team von 15 Mitarbeitenden aufzusteigen. Schon 2018 beeindruckte sie als Praktikantin im Kinder- und Jugendnotdienst, während sie ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin und das Studium der Sozialpädagogik und des Managements absolvierte. Die Fachbereichsleiterin Juliane Zimmermann erkannte sofort das große Potenzial und schätzte ihre Unterstützung. Nach dem Abschluss ihres Bachelorstudiums übernahm Jennifer die Vertretung der Einrichtungsleitung. Im Juni 2023 eröffnete der DRK-Kreisverband Güstrow eine neue Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe auf dem Gelände der einstigen Jugendherberge Schabernack. Das ehemalige Familienhaus bietet nun Platz für eine Erweiterung des Kinder- und Jugendnotdienstes um 6 zusätzliche Plätze im Landkreis sowie eine Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Ausländer mit 9 Plätzen. Wir wünschen ihr und ihrem Team alles Gute. In der Pflegebranche hat es mittlerweile nach 12 geschlagen. Um auf die Missstände in ihrer Branche aufmerksam zu machen, gingen erneut Kräfte in ganz MV auf die Straße. Freitag, kurz vor 13 Uhr. An der Kreuzung Plauer-Goldberger Straße fahren Polizeiwagen vor. An der Seite stehen Mitarbeiter und Inhaber von Pflegeeinrichtungen, sogar einige Patienten sind dabei. Sie haben Transparente mitgebracht, auf denen sie auf die Situation in der Pflege aufmerksam machen. Punkt 13.05 Uhr sperrt die Polizei die Kreuzung und die Demonstranten besetzen für 10 Minuten die Straße. Ja, wir haben gerade massive Probleme in der Refinanzierung unserer Pflegeleistungen. Das betrifft die Kolleginnen, das betrifft uns alle. Die Entlohnung ist mittlerweile sehr fair geworden. Nur eben die Verhandlungen mit den Kassen zur Refinanzierung gestalten sich als sehr, sehr schwierig. Das Problem ist natürlich auch, dass der Kostenträger selbst, denke ich, zum Teil auch gar nicht in der Lage ist, es zu refinanzieren, weil dort selbst kein Geld ist. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, wir haben auch unsere Angehörigen und unsere Patienten mitgebracht, der allerwichtigste, denke ich sogar, dass eben Pflege auch bezahlbar bleiben muss. Und momentan haben wir eine eindeutige Abwärtstendenz, was das angeht. Sprich Hilfe zur Pflege, der Gang zum Sozialamt, der wird immer häufiger. Wir können da natürlich auch vermitteln. Aber für jemanden, der sein Leben lang gearbeitet hat, der hat natürlich auch den Anspruch, im Alter vielleicht noch was zurückzulegen oder eben zumindest auskömmlich zu leben. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von der Initiative Pflege in Not. Ihre Mitglieder versenden regelmäßig Protestkarten an das Gesundheitsministerium des Landes und des Bundes. Sogar Bundeskanzler Olaf Scholz ist im Verteiler. Einen Erfolg haben die Demonstranten schon erreicht. Sozialministerin Stefanie Drese hat angeboten, zwischen den Kostenträgern und den Pflegeeinrichtungen zu vermitteln. Über den Sommer sollen die Aktionen an den Kreuzungen alle 2 Wochen fortgesetzt werden. Wir gehen da auch wenig radikal vor. Und ich denke, 10 Minuten Wartezeit im Auto sind in Ordnung, um auf uns aufmerksam zu machen. Das Netzwerk ist Pflege in Not, das hat sich dieses Jahr gegründet. Wir versuchen da auch standortübergreifend zu agieren. Das gelingt uns jetzt auch gerade auf die Minute genau, wird jetzt in jeder größeren Stadt in Mecklenburg-Vorpommern die gleiche Aktion durchgeführt und ich hoffe, dass die Früchte tragen wird. Der Zuspruch unter den Pflegerinnen und Patienten steigt auch in Güstrow. Standen bei der ersten Aktion 1 Dutzend Menschen auf der Kreuzung, waren es am vergangenen Freitag schon 30. Felix Grasshoff hofft, dass es ständig mehr werden. Wer für seine Kinder in der 3. Ferienwoche noch eine Beschäftigung sucht, der wird beim Jugendclub Yellow Funbox der AWO Güstrow fündig. Hier steht die Woche ganz unter dem Thema Umwelt und Wasser. Gemeinsam wird ein Insektenhotel im Vielfaltergarten gebaut, eine Fahrradtour zum Inselsee gemacht und in spannenden Experimenten vieles über naturwissenschaftliche Zusammenhänge gelernt. Übrigens sucht das Team der Yellow Funbox aktuell Unterstützung. Wer also Lust hat, Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit zu begleiten und Verantwortung übernehmen möchte, kann sich gerne vorstellen. Gleich 2 Theaterstücke brachten die Schülerinnen und Schüler der Kurse Darstellendes Spiel vom John-Brinkmann-Gymnasium kurz vor Ferienbeginn auf die Bühne. Am 5. Juli lockten gleich 2 spannende Stücke in das Ernst-Barlach-Theater in Güstrow. Mehrere Jahrgänge des John-Brinkmann-Gymnasiums hatten in ihren Kreativkursen Darstellendes Spiel fleißig geprobt
Rollen erschaffen und Geschichten umgeschrieben. Mit Grenzenlos und Shady Six kamen am Ende zwei spannende und sehr verschiedene Stücke dabei heraus. Den Anfang machten die jüngeren Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10. Ihr Stück begann mit einem lauten Scheppern und bedrückender Stimmung. Grenzenlos ist eine Tragödie, die viele gesellschaftliche Probleme in sich vereint. Das Stück gab es davor schon. Wir hatten am Anfang mehrere Auswahlmöglichkeiten, aber wir haben nach Ausschlussverfahren halt geguckt, welches man einfach machen kann, welches von den Personen funktioniert, von den Requisiten. Und dann haben wir uns für dieses Stück entschieden. Und an sich war schon vieles vorgeschrieben. Wir haben halt noch ein paar Szenen hinzugeschrieben. Ja, also wie Anni auch schon gesagt hat, das Stück lag uns schon vor. Wir haben noch ein bisschen dran gebastelt, dass wir noch ein bisschen mehr rausholen konnten. Und ja, wir haben unser Bestes gegeben beim Stück. Jede einzelne Rolle hatte ihr Päckchen in dem Stück zu tragen. So mussten sie sich alle gleichermaßen mit der Vielzahl kritischer Themen auseinandersetzen. Kannst jetzt nicht Auto fahren, du bist doch total betrunken. Ich kann alles, was ich will. Also ich fand eigentlich im Großen und Ganzen war es gar nicht so schwierig. Ich bin damit relativ gut zurechtgekommen und wirkliche Schwierigkeiten hatte ich nicht. Ja, also ich glaube, das ist immer einfacher, wenn man sich halt klar macht, dass man nur einen Charakter spielt. Also ich habe ja echt eine Person gespielt, die so eigentlich gar nicht geht. Und natürlich war vor allem diese Szene, wo ich dann das Geheimnis verraten habe mit der Essstörung, war schon schwer. Halt in dem Sinne, dass ich ja das so spielen musste als Witz quasi. Also, dass ich das so lustig finde. Aber da hat es halt, wie gesagt, geholfen, dass man sich gesagt hat, dass man nur einen Charakter macht und das nicht in echt ist. In der Pause konnten die Zuschauer das Geschehene sacken lassen und für sich verarbeiten. Im zweiten Teil des Programms sollte es spannend weitergehen. Shady Six verriet zunächst nicht mehr, als dass sich scheinbar 6 zwielichtige Personen zusammentun. Doch am Ende kam alles anders. So wie auch bei der ursprünglichen Planung dieser Aufführung. Zuerst haben wir tatsächlich geplant, ein Stück selbst zu schreiben und selbst zu entwerfen. Und das hatten wir auch soweit fertig. Aber dann gab es halt Komplikationen, auf die man jetzt nicht unbedingt näher eingehen muss. Und was haben wir deswegen gemacht? Ja, deswegen haben wir uns einfach ein Stück aus dem Internet rausgenommen. Da hat uns aber so ein bisschen das Ende gefehlt. Deswegen haben wir uns da nochmal zusammen rangesetzt und haben das Ende gemeinsam fertig geschrieben. Und so ist unser Stück dann entstanden. Und der Name ist von mir übrigens, Shady Six, den habe ich mir ausgedacht. Innerhalb von knapp einem Monat wurde also das komplette Stück ausgetauscht und alle fingen bei Null an. Umso glücklicher sind sie, dass bei der Aufführung alles glatt lief. Hier ganz allein! Für mich ist die größte Herausforderung gewesen, dass ich vorher noch gar nicht so auf einer Bühne stand. Ich bin doch nur durch Zufall hierher gekommen. Also ich war eigentlich gar nicht in dem Kurs, bin eigentlich nur eingesprungen. Deswegen, ich habe mal in der 9. Klasse darstellendes Spiel gemacht, aber das ist natürlich auch lange her. Und deswegen musste man nochmal alles reinfinden und verschiedene Charaktere auch vielleicht zum Teil selbst designen, dass man selbst herausgefunden hat, okay, wie redet die Person? Wie verhält sie sich? So. Ja, und ich denke, aber wir haben das alle ganz gut hinbekommen. Ich würde dazu nochmal sagen, es war natürlich auch eine Herausforderung, die Disziplin, die dafür notwendig ist, täglich zu proben, die war natürlich schwer irgendwo aufrechtzuerhalten und es lief auch nicht immer perfekt. Und da hat man auch gerne einfach auch Spaß gehabt und rumgealbert und manchmal auch ein bisschen über die Stränge geschlagen. Aber das haben wir dann trotzdem noch irgendwie hinbekommen, dann das alles abzuwickeln. Voller Stolz stehen am Ende dieses Abends 2 Lehrerinnen hinter ihren Schülern. Rebecca Gau und Heide Meinke haben die Jugendlichen auf ihrem Weg auf die Bühne begleitet. Was waren für sie die Höhepunkte und Herausforderungen der beiden Stücke? Ich könnte endlich glücklich sein, wenn ihr nicht im Weg stehen würdet. Luigi, Luigi! Also bei mir war die größte Herausforderung, dass meine Schüler ja schon in der 12. Klasse sind und sehr stark mit dem Abitur eingebunden waren und dann natürlich den Fokus erstmal auf die Prüfung gelegt haben und dann viel weniger auf die Proben für unser Stück. Und dementsprechend waren die Proben in den letzten Wochen während des Abiturs und auch so kurz davor ziemlich holprig. Das war unsere größte Herausforderung. Ja, also ich glaube, bei uns war es so, dass tatsächlich einige Schülerinnen und Schüler noch gar nicht auf der Bühne gestanden haben und ich glaube, sich das gar nicht richtig vorstellen konnten, was da auf sie zukommt, wie das für sie sein würde. Und ich glaube, das kam jetzt erst so in den letzten 2 Wochen, so die, gleich geht's weiter, die Realisierung,
Oh, krass, wir werden auftreten, wir werden wirklich auftreten und die Proben auch hier im Theater, also dass wir das hier machen können und das war sowohl Herausforderung als auch Höhepunkt, würde ich sagen, für uns. Ja, Höhepunkt bei euch? Der Höhepunkt bei uns war die heutige Generalprobe, die richtig gut eigentlich gelaufen ist, ja. Das war die erste Probe. Nach einem so fesselnden Abend freuen sich alle Zuschauer bereits jetzt auf die neuen Aufführungen im kommenden Jahr. Für große und kleine Theaterfreunde hat das Ernst-Barlach-Theater folgende Aufführungen im Programm. Willkommen zu den Kulturnews. In Liedern über Berlin spiegelt sich die einzigartige Liebe der Einwohner zu ihrer Stadt und die Berliner Schnauze wider. Evergreens vergangener Tage versprühen noch immer Stimmung. Am 23. Juli um 16 Uhr präsentieren der Klosterverein Rühn e.V. und das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde in der Klosterkirche Klassiker wie Ausschnitte aus Frau Luna und Berlin bleibt doch Berlin. Als Gast tritt die Sängerin Esther Puzak auf, die flotte Lieder wie Ich reiß mir eine Wimper aus und stech dich damit tot und Nach meine Bene ist ja ganz Berlin verrückt darbietet. Eine musikalische Reise durch das alte Berlin voller Lebensfreude. Der Kartenvorverkauf läuft über die Klosterschenke Rühn, beziehungsweise gibt es auch an der Abendkasse Tickets. Bereits zum 7. Mal lud die Barlachstadt Güstrow zu einer idyllischen Lesung am Inselsee ein. Ein Glas Wein in der Hand und vor der Kulisse des Sees der Geschichte von Gesa Grambeck lauschen. Das war am Sonntagabend in Güstrow bei der Open-Air-Lesung am Inselsee möglich. Anja Baumheier, eine erfolgreiche Autorin, las aus ihrem vierten Roman Die Buchverliebten. Auch wenn Anja Baumheier zuvor noch nie in Güstrow war, Lesung hatte sie schon einige. Der Inselsee als Kulisse aber war etwas Besonderes. Hatte ich nicht und ich, es ist zwar nicht das perfekte Wetter, aber ich glaube, wir machen das gleich ganz toll und ja, ich bin gespannt. Papiere sind fest, wird nichts wegfliegen, jetzt darf es nur nicht regnen und selbst wenn, hat Herr Wieselowski halt angeboten, mir den Schirm zu halten. Das kriegen wir hin. Ihr Roman handelt von Gesa Grambeck aus Lübeck, um deren Verhältnis zu Büchern und ihrer Liebe zu Männern. Beides wird auf harte Proben gestellt. Wie ist sie auf das Thema die Buchverliebten gekommen? Wie ich jetzt auf dieses Thema genau gekommen bin, weiß ich nicht. 100%ig, ich glaube, dass ich auch beobachtet habe, dass die Leute weniger lesen tatsächlich. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der U-Bahn sitzt oder im Zug, in der Bahn, dass die Leute, wenn man jemanden mit Buch sieht, das ist schon eher selten. Und ich glaube, das war so ein bisschen bei meinen Reisen der Aufhänger und dann habe ich das Thema mir ausgesucht. Anja Baumheier ist Lehrerin für Spanisch und Französisch und lebt in Berlin. Als Lehrerin, aber auch als Autorin ist sie überzeugt, dass es wichtig ist, mit Büchern aufzuwachsen und viel zu lesen. Weil Lesen ist auch Reisen tatsächlich. Und ich glaube auch gerade, dass diese Corona-Jahre uns gezeigt haben, wenn man dann nicht mehr reisen kann, dass man doch, dass doch ein wichtiger Faktor oft fehlt und dass man sozusagen mit einem Buch sich dann auch behelfen kann. Und auch an Orte reisen kann, wo man vielleicht auch mit oder ohne Corona jetzt gar nicht hinkommt. Also weil das einfach die Fantasie anregt und für die Kreativität und ist einfach wichtig. Ist ein bisschen auch wie Medizin manchmal. Dr. Tilman Wieselowski von der Uwe Jonsson Bibliothek übernahm die Moderation an dem Abend. Er war von Anfang an bei dieser Veranstaltungsreihe mit dabei. Am vergangenen Sonntag war es bereits die 7. Auflage der Open-Air-Lesung. Tilman Wieselowski erzählt, wie er auf Anja Baumheier kam.
Na, wir gucken immer, welche Autoren und Autorinnen jeweils zu der Zeit, wenn wir das machen, die Lesung am Strand, möglichst frisch ihre Bücher herausgebracht haben. Das ist jetzt, da die meisten Entscheidungen meistens immer vor den Buchmessen im Frühjahr und Herbst passieren, immer eine relativ begrenzte Auswahl. Dann muss man nachfragen, denn die Autoren müssen ja auch Zeit haben und manche Autorinnen sind ja auch dann im Urlaub. Das ist alles immer so eine Frage, wer dann frei ist. Aber gewöhnlich ist es so, dass wir die Nummer 1 oder Nummer 2 auf unserer Liste doch auch bekommen, weil die meisten finden es doch spannend, so diese Art Atmosphäre und vielleicht dieses Besondere der Location zu haben und vor allem auch mal nach Güstrow zu kommen, weil die Stadt doch einen ganz guten Ruf hat, so als Urlaubsziel. Bei den Zuhörern ist die besondere Atmosphäre am Inselseestrand, die immer wieder begeistert. Das macht wohl die besondere Stimmung aus. Wenn diesmal auch der Wind etwas stärker blies, tat es der positiven Sache keinen Abbruch. Ja, wir haben bis jetzt irgendwie jedes Wetter gehabt, ein kleines bisschen mit. Es ist zwar jetzt nicht so der traumhafte Sonnenuntergang und die heiße Woche wie vor 14 Tagen, aber wir kriegen das gut hin. Und vor allem, wir haben eine schöne Autorin, die ihr viertes Buch jetzt mittlerweile geschrieben hat und alle sehr erfolgreich. Von dem her, da können wir guten Mutes sein. Alljährlich sorgen die Rotarier für die Versorgung mit Getränken. Auch Heinz-Joachim Lübcke war mit dabei. Er engagiert sich mit anderen Mitstreitern gern. Ja, im Rotary Club sind ja viele Unternehmer, Leute, denen es relativ gut geht, die auch gut Geld verdienen und wollen auch was zurückgeben an die Gesellschaft und an, ja, hauptsächlich Kinder und Jugendliche, denen es vielleicht nicht so gut geht oder wo die Eltern nicht so viel Geld haben. Der Erlös von diesem Abend wird dann noch etwas vom Kurhaus aufgestockt und kommt der Kreismusikschule zugute. Den ganzen Sonntag lang hatte es geregnet, doch am Abend blieb es trocken, zur Freude der Veranstalter und Gäste. Und letztlich wurden alle mit einem wunderschönen Sonnenuntergang belohnt. Da bleibt nur eines, die Vorfreude auf die nächste Auflage der Lesung am Inselsee. Das Güstrower Inselseefest ist ein Fest mit langer Tradition. Vom 4. bis zum 6. August lädt es wieder die ganze Familie ein. Freuen Sie sich auf ein kunterbuntes Wochenende mit tollen Attraktionen am und auf dem Wasser, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, eine Händlermeile, ein Kinderland mit Schaustellern und vielem mehr. Da ist für Jung und Alt eine Menge los und jeder kommt auf seine Kosten. Willkommen beim Sport. Vom 21. bis zum 23. Juli ermittelten über 1400 Sportlerinnen und Sportler aus über 400 Vereinen ihre Besten bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften der U18- und U20-Jährigen. Mit dabei war auch ein junger Athlet vom LAC Myrosin 98 e.V. Ole Kai Burmeister, der bereits seit dem 6. Lebensjahr beim LAC trainiert, hatte sich für die Teilnahme am 200-Meter-Wettbewerb der U20 qualifiziert. Weitere 29 Männer nahmen den Kampf um den deutschen Meistertitel mit ihm auf. Nach einem starken Halbfinalrennen blieb die Uhr für Ole bei 22,25 Sekunden stehen. Persönliche Bestleistung und Vereinsrekord. Den Endlauf um die deutsche Meisterschaft verpasste Ole nur um ganze 500 Sekunden. Am Ende stand er auf Platz 12 bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Ein Ergebnis, zu dem der Verein auf diesem Wege noch einmal von ganzem Herzen gratulieren möchte. Der GSC 09 Abteilung Fußball sucht Verstärkung in allen Altersklassen. Insbesondere wer als Torwart unterstützen möchte, kann sich gerne melden und an einem Training teilnehmen. Egal ob im Nachwuchs oder auch bei den Männermannschaften. Der GSC 09 freut sich auf die Teilnahme.
Herzlich willkommen im Hagebaum Bad Güstrow. Mein Name ist Wilfried Minnig und heute möchte ich mal was zeigen und vorführen, worauf ich von Kunden angesprochen wurde. Viele ältere Leute sagen, Mensch, ihr habt da noch so einen schweren Benzinrasenmäher, kein Mensch kann die starten, die sind laut, wir wollen das gar nicht mehr und ein Kabelmäher wollen wir auch nicht. Und da haben wir doch was im Hagebaumarkt. Wir haben ein wunderbar großes Sortiment an Akkumähern. Und ich weiß wohl, dass es eine Menge Vorbehalte gegenüber Akkumähern gibt, aber die Vorbehalte, das kann ich Ihnen versichern, die sind einfach nur Schall und Rauch. Weil die moderne Akkutechnologie gibt Ihnen die Möglichkeit, mit dem Akku-Rasenmäher genauso zu mähen und genauso weit und genauso lang, wie Sie es vielleicht sogar mit dem Benzinrasenmäher machen würden. Dieses Gerät hier zum Beispiel hat eine Flächenleistung von 600 Quadratmetern. Und wenn Sie 600 Quadratmeter Rasen haben, dann gehören Sie ja fast schon in der Innenstadt zum Großgrundbesitz. Also tatsächlich kann man da gut mit arbeiten. Es gibt diese Akkurasenmäher in verschiedenen Ausführungen. Große Schnittbreiten, kleine Schnittbreiten, große Akkuleistung, kleine Akkuleistung. Es sollte für jeden was dabei sein. Und das Tollste ist, bei vielen Akkugeräten lassen sich die verbauten und die eingesteckten Akkus auch gleich für andere Geräte mitnutzen. Sie können mit dem gleichen Akku dann einen Rasentrimmer betreiben, die Heckenschere oder die Kettensäge. Lassen Sie sich beraten zum Thema Akkutechnik, insbesondere bei den Rasenmähern, aber auch zu anderen Sachen rundherum. Wir führen die Marken Wolfgarten, Mr. Gardener und Gardena und zum Teil auch noch Metabo. Das sind die Premium-Geräte soweit und ich freue mich darauf, Sie bei uns im Baumarkt begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Willkommen beim Wetter. Heute Abend erwartet uns ein bedeckter Himmel bei Werten zwischen 14 und 19 Grad. In der Nacht sind Teile des Himmels ebenfalls mit Wolken bedeckt. Die Luft kühlt sich ab auf 11 Grad. Den ganzen Tag sind am Mittwoch Teile des Himmels mit Wolken bedeckt. Die Sonne ist aber zwischendurch immer mal wieder sichtbar bei Werten von 11 bis maximal 19 Grad. Nachts bilden sich leichte Wolken bei einer Tiefsttemperatur von 11 Grad. Am Donnerstagmorgen ist es überwiegend dicht bewölkt bei einer Temperatur um die 11 Grad. Später kann sich die Sonne ebenfalls nicht wirklich durchsetzen. Es bleibt bedeckt bei Temperaturen von maximal 21 Grad. Abends und in der Nacht kommt es immer wieder zu Schauern bei Tiefstwerten von 15 Grad. Hier geht es weiter mit einer neuen Ausgabe von Mit Charme und Schürze, diesmal zu Gast Grönfingers. Willkommen in der Steakfest. Ich bin Stefan Pistol, euer Fleischermeister und ich zeige euch mal, was es hier alles gibt. Wir haben eine riesen Auswahl an regionalem Fleisch aus Mecklenburg-Vorpommern, alles in Bio-Qualität, aber natürlich darüber hinaus auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Wir haben Iberico-Schwein aus Spanien und wir haben natürlich auch japanisches Wagyu-Steak. Also wir haben für alle was, ob Hobbykoch oder Profigriller und natürlich die passenden Spirituosen, Gewürze und natürlich auch die richtige Pfanne. Also kommt vorbei.